Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem dritten Webinar in unserer Reihe Wege zur biologischen Transformation. Ich möchte als erstes kurz darauf hinweisen, dass wir dieses Webinar wie auch die ersten beiden aufzeichnen. Wenn Sie also Ihre Kamera ausgeschaltet lassen, sind Sie nicht zu sehen. Wir machen das dann im Nachgang über unseren YouTube-Kanal, die Aufzeichnung verfügbar. So, es füllt sich. Hier nochmal herzlich willkommen. Nachdem wir Ihnen in den ersten beiden Webinaren unserer Reihe schon gezeigt haben, was sich hinter dem Prozess der Nutzung von Materialien, Strukturen, Prozessen der Natur in der Technik immer mit dem Ziel einer nachhaltigen Wertschöpfung verbirgt, nachdem wir Ihnen Praxisbeispiele gezeigt haben und dann auch im zweiten Webinar gezeigt haben, wie Sie selbst das bei sich in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Arbeit anwenden können, möchten wir heute ganz tief in die industrielle Anwendung eintauchen, und zwar in einem Unternehmen der Automobilindustrie, die, wenn man so will, wie keine zweite Branche unter sehr hohem Transformationsdruck steht. Und ich möchte jetzt einmal kurz. Bildschirm freigeben. Unser Kollege Mario Stegerer wird uns gleich jetzt einen Einblick geben, wie Bionik und Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung bei Brose, einem der weltweit größten, viertgrößten, wenn ich das richtig weiß, Automobilzulieferer, eingesetzt wird. Mario Stegerer selbst hat seinerzeit mal als Industriemechaniker eine Lehre gemacht, hat dann studiert, berufsbegleitend zum Techniker im Maschinenbau und ist jetzt mittlerweile seit 2012 als Projektingenieur bei Brose in der Vorentwicklung tätig. Und seit 4 Jahren ist er bei uns bei Biocon im Vorstand mit aktiv. Er unterstützt auch den VDI-Fachbeirat Bionik. Und natürlich als Projektingenieur in einem großen Unternehmen ist sein Bezugspunkt zur Bionik und zur biologischen Transformation, wie kann ich das in meiner alltäglichen Arbeit einsetzen? Und das ist auch der Punkt, der Ansatz, mit dem Mario uns jetzt gleich quasi über die Schulter schauen lässt, wie Bionik und Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung bei Brose eingesetzt wird. Mario, damit ist die Bühne für dich bereitet. Bitte schön. So, dann teile ich meinen Bildschirm. Ich würde kurz Brose vorstellen, einen kurzen Abriss in die Nachhaltigkeit geben und dann zum Thema Nachhaltigkeit und Bionik ja, mit Beispielen etwas vertiefen. Unser Unternehmen Brose wurde 1908 vom Max Brose gegründet. 1908 hat er seine ersten unternehmerischen Tätigkeiten in Berlin als Handelshaus für Automobilzubehör und Flugzeugmaterialien gestartet. 1919 dann der Umzug nach Coburg ins Oberfränkische und gründete dort das Metallwerk Max Brose. 1971 übernahm dann sein Enkel Michael Stoschek das Unternehmen mit circa 1000 Mitarbeitern. 10.000, das kommt später. So. Unser Produktportfolio setzt sich aus drei Produktbereichen zusammen: den Bereich Exterieur, wo Türsysteme, Fensterheber, Schlösser inbegriffen sind, dem Bereich Interieur, hier sieht man links oben den Bereich Sitze und den Bereich Antriebe. In den einzelnen Bereichen liefern wir von der kleinsten Komponente bis hin zu kompletten Systemen von im Sitzbereich, zum Beispiel von der einzelnen Höhenverstellung bis dann komplette Sitzreihen.
weltweit vertreten, aktuell an 70 Standorten in 25 Ländern mit ca. 30.000 Mitarbeitern. Es gibt drei regionale Headquarters, einmal in Deutschland, in Coburg, für den nordamerikanischen Markt in Detroit und für den asiatischen Markt in Shanghai. Und die Headquarters unserer Geschäftsbereiche sind in Coburg für Interieur, in Bamberg für Exterieur und in Würzburg für den Bereich der Antriebe. Wir beliefern aktuell ca. 80 Automobilmarken, 40 E-Bike-Hersteller und 40 Zulieferunternehmen. Aktuell ist es so, in jedem zweiten neu zugelassenen Fahrzeug ist mindestens ein Produkt von Drose verbaut. Die Definition nachhaltige Produkte. Wir kennen ja die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die soziale, die ökonomische und die ökologische. Und ein nachhaltiges Produkt oder eine nachhaltige Produktentwicklung muss alle drei Säulen bedienen. In unserem Fall bei Brose durch unsere Unternehmenskultur, unsere Unternehmensrichtlinien sind die beiden Säulen sozial und ökonomisch recht stabil. Darum setzen wir bei unserer Produktentwicklung den Fokus auf die ökologische Nachhaltigkeit. Die neuen Herausforderungen der Automobilindustrie Richtung Nachhaltigkeit wurden im ersten Schritt durch die Anwendung alternative Antriebe, wie zum Beispiel den E-Antrieb oder Wasserstoffantrieb, durchgeführt. Hierdurch wird der CO2-Footprint der Fahrzeuge in der Nutzungsphase minimiert. Aber das ist nicht alles. Als nächsten Schritt muss man sich halt dann auch die Bauteile und Produkte, die in so einem Auto verbaut werden, anschauen. Hier in dem Kreisdiagramm wird mal dargestellt, wie durchschnittlich der CO2-Footprint unserer Produkte zusammengesetzt ist. Es ist an diesem Kreisdiagramm sehr schön zu sehen, dass das Material den Gesamt-CO2-Footprint unserer Produkte von 60-90% belastet. Daraus schließt sich, dass die Materialien sind der größte Hebel, um unsere Produkte nachhaltiger gestalten zu können. Da geht es einmal um den CO2-Footprint der Produkte zu minimieren, einmal mit Einsatz von CO2-reduzierten Materialien, Einsatz von grünem Strom bei der Materialgewinnung und auch in der Lieferkette und generell Material einsparen durch Leichtbauaktivitäten. Der zweite Punkt ist, die Materialien kreislauffähig zu gestalten oder die Entwicklung der die Produkte so zu gestalten, dass die Materialien kreislauffähiger werden. Das heißt, Vermeiden von Verbundmaterialien oder Materialverbindungen so gestalten, dass sie am Ende des Lebenszyklus lösbar sind und alle Materialien einzeln recycelt werden können. Kann nun die Bionik bei diesem Entwicklungsprozess unterstützen und helfen? Leonardo da Vinci hat schon festgestellt, dass die Entwicklungen der Natur viel besser sind, als die der menschliche Schöpfungsgeist erfinden kann. In der Tier- und Pflanzenwelt ist das Einsparen und die optimale Nutzung von Ressourcen überlebenswichtig. Die Schlussfolgerung hieraus ist, dass biologische Vorbilder für die Nachhaltigkeit sein können.
Man kann sich viele verschiedene, aus vielen verschiedenen Bereichen der Biologie kann man sich die Vorbilder heraussuchen, wie zum Beispiel Strukturen und Materialien, Verbindungen und Verankerungen und so weiter. Es gibt viele Bereiche in der Biologie, aus denen man lernen kann. Aber wir als Unternehmen haben nicht das Know-how vor Ort, um diese biologischen Vorbilder zu verstehen. Aus diesem Grund habe ich mir vor einigen Jahren mal Gedanken darüber gemacht, wie wir in einem Industrieunternehmen die Bionik nutzen können und welche Möglichkeiten das wir haben. Hier ist zu sehen einmal der, ich sag mal, der Standard bionische Ansatz von der Analyse, von der Abstraktion bis zur Anwendung. Wir intern oder wir hier bei Prose haben die technische Herausforderung, die verstehen wir. Wir müssen sie versuchen, in die biologische Sprache zu übersetzen. Und dann ist unser Bereich sehr begrenzt. Hier in Rot dargestellt sind die Möglichkeiten, die wir hier intern haben und praktizieren können. Das ist einmal von Brainstorming, Screening in Datenbanken oder Studentenarbeiten. Aber dann ist bei uns das Know-how Richtung Bionik und Biologie schon zu Ende. Für weitere Untersuchungen oder nähere Kenntnisse müssen wir externe Experten hinzuziehen oder dann Aufträge Richtung Forschung und Entwicklung nach extern geben. Diese Ergebnisse können wir natürlich, da wir auch unsere Herausforderungen kennen und dann durch diese Unterstützung auch das biologische Prinzip erklärt bekommen, dann auch bei uns im Unternehmen in technische Lösungen umsetzen. Für mich als Projektingenieur habe ich mir erstmal Gedanken gemacht, wie kann ich Bionik in einem Unternehmen einführen, Verständnis für die Thematik generieren? Da habe ich mir die drei Handlungsfelder aufgelegt. Einmal Informationen von Mitarbeitern zum Thema Bionik, Bionik als Kreativitätsmethode und Bionik im Designprozess. Mit diesen drei Handlungsfeldern bin ich dann sozusagen vor einigen Jahren losgezogen und würde gerne jetzt ein paar Beispiele daraus vorstellen. Zum Thema Mitarbeiterinformation haben wir im Jahr 2018 ein zweitägiges Bionik-Event hier in Bamberg gestartet. Am ersten Tag war die Information der Mitarbeiter im Fokus. Es waren 14 Aussteller anwesend von Hochschulen, von Unternehmen, von Instituten. Bei dieser Veranstaltung kamen ca. 130 große Mitarbeiter, die sich da informiert haben. Und parallel zu diesem Marktplatz, nenne ich es, wurden 5 Impulsvorträge zu den hier aufgeführten Thematiken gehalten von den dementsprechenden Experten von Instituten und Hochschulen. Am zweiten Tag war der Workshop-Tag. Da haben wir verschiedenste Workshops angeboten, über den ganzen Tag verteilt, und auch an diesen Workshops haben ca. 100 große Mitarbeiter daran teilgenommen. Zum Thema Bionik als Kreativitätsmethode bin ich dabei, Kollegen zu unterstützen, ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie sich aus der Biologie inspirieren lassen können. Das geht einmal um die richtige Erarbeitung des Suchbegriffes, wonach sie eigentlich suchen sollen mit ihrer Herausforderung. Der zweite ist, in verschiedensten Datenbanken dann an Lösungsansätzen zu suchen und am Ende
die Ergebnisse zu bewerten. Diese Ergebnisse sind qualitativ nicht so, dass wir sagen könnten, wir haben das biologische Vorbild verstanden. Wenn das Thema dann vertieft werden soll, müssten wir dann zu externen Experten Kontakt aufnehmen. Der dritte Bereich ist Bionik im Designprozess. 2017 durch einem bionischen Leichtbauprojekt gemeinsam mit dem AWI sind wir auf ELISE Generative Engineering aufmerksam geworden. Hierbei ist der Grundgedanke, den linearen Entwicklungsprozess, wie er hier zu sehen ist, neu zu denken. Hier in diesem Prozess sieht man von der Konzeptphase über Konstruktion bis zur Bauteilberechnung und Fertigungssimulation kommen immer wieder neue Randbedingungen, Herausforderungen dazu. Und durch das lineare Einlaufen der Randbedingungen sind sehr viele Iterationen in dem Prozess nötig. Bei ELISE wurde sozusagen der Entwicklungsprozess der Natur als Vorbild genommen. Hier am Beispiel einer Eichel. Der Baum wächst immer durch die gleiche DNA der einen Eichel. Nur durch die Randbedingungen, das sind die unteren drei Bäume, werden verschiedene Bäume ausgeformt. Freistehende können sich in allen Richtungen entfalten. Im mittleren Bild geht es darum, wie kommt der Baum ans Wasser, muss extrem seine Wurzeln ausformen, dass er ans Wasser rankommt. Und im dritten Bild sieht man, die Randbedingung Wind formt den Baum. Mit diesen Ansätzen wurde dann ein Entwicklungsprozess entwickelt, sozusagen der Thermomix der Entwicklung. Es wird alles reingeworfen und auf den Knopf gedrückt. Die Randbedingungen sowie Designvorgaben, bionisches Design und in Kommunikation mit verschiedenen Auswertsoftware wie CAE-Simulation, Fertigungsbewertung und so weiter, wird dann eine nahezu optimale Geometrie erzeugt. Seit 2019 wird diese Entwicklungsplattform bei uns im additiven Bereich für die Entwicklung additiver Bauteile eingesetzt. Und hier würde ich gern ein Projekt mal vorstellen, wo mit dieser Entwicklungsplattform gearbeitet wurde und hier auch wieder den Rückschluss auf die nachhaltige Produktentwicklung kommen. Hier in diesem Projekt ging es darum, links zu sehen, ist ein Schraubarbeitsplatz bei uns in der Produktion. Der Werker, der den bedient, muss den ganzen Tag den Schrauber von einer Schraube zur anderen führen. Oben ist der Schrauber geführt, XY, und das ganze Gewicht der Halterung, wo der Schrauber dranhängt, muss er den ganzen Tag bewegen. Ziel dieses Projektes war, das Gewicht massiv zu reduzieren und die Ergonomie dieses Arbeitsplatzes zu steigern. Standard dieser hier zu sehenden Z-Halterung. Das Standardgewicht waren 5,2 Kilo, wie üblich in der Betriebsmitteltechnologie, aus Bosch-Profilen, Aluplatten, Standardbauteilen zusammengeschraubt und dann den Arbeitsplatz damit erzeugt. Im ersten Schritt wurden die Geometrien dieser Teile übernommen und es wurde im CAD nur das Material, das überflüssig war, mit ein bisschen Funktionsintegration konstruiert. Und in dem Schritt konnte man schon 3 Kilogramm Gewicht bei dieser Z-Halterung einsparen. Im nächsten Schritt
hat man die Geometrie über den Haufen geworfen und hat allein durch die Schnittstellen und vorhandenen Lasten mit dem ELISE Generative Engineering ein Bauteil erstellen lassen. Links sieht man es eingebaut im Schraubarbeitsplatz. Und hier kommt auch wieder jetzt der Rückschluss zur nachhaltigen Produktentwicklung. Die Definition, ein nachhaltiges Produkt, es müssen alle drei Säulen der Nachhaltigkeit bedient werden. In diesem Fall haben wir sozusagen die soziale Nachhaltigkeit. Wir konnten durch diese Änderung die Belastung des Mitarbeiters um 63% verringern. Die ökonomische Nachhaltigkeit durch dieses Bauteil wurden die Kosten um 66% minimiert und der ökologische Aspekt der Nachhaltigkeit hier ist, es sind 3,3 Kilogramm Material weniger, die eingespart werden und nicht als Rohmaterial erzeugt werden müssen und auch nicht recycelt werden müssen. Aus diesem Grund hatte ich dieses Beispiel genommen, um eine nachhaltige Produktentwicklung darzustellen. Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Mario. Wie Mario Steger gesagt hat, Fragen lassen wir gern zu auf beiden Wegen, sowohl im Chat als auch, wenn Sie sich Ihre Stummschaltung aufheben, können Sie direkt die Frage stellen. Also ich sage mal, Feuer frei. Ich sehe im Chat schon eine Frage von André Jordan. Wie wurde die 63% geringere Belastung gemessen? Das ist ja das, was du gerade zum Schluss gezeigt hast. In der sozialen Säule die Belastung des Mitarbeitenden. Ja, die Belastung des Mitarbeiters wurde ganz einfach berechnet. Die Belastung des Mitarbeiters hier an diesem Schraubarbeitsplatz war das Gewicht der Z-Halterung den ganzen Tag bewegen zu müssen. Also das Gewicht von 5,3 Kilo zu bewegen. Und nach der Optimierung musste er den ganzen Tag nur noch die 1,9 Kilo bewegen. Ganz einfach dargestellt. Je weniger, dass er bewegen muss, desto weniger wird er auch belastet. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Eine Frage. Mario, hi, erstmal aus Heidenheim. Ich bin ja auch im Unternehmenskontext mit der Bionik unterwegs und da vielleicht einfach mal so die Frage, habt ihr bei euch die Bionik in den Prozess integriert? Ist das, sage ich mal, ein fester Bestandteil bei euch? Macht ihr das projektbezogen? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Nee, projektbezogen nicht. Bionik wird bei uns praktiziert aus Zuruf sozusagen aus den einzelnen Projekten. Aber das Thema Kreativitätsmethode ist bei uns im Katalog der Methoden aufgeführt und ist für jeden Mitarbeiter zugänglich. Okay, das heißt, es ist bei euch einfach eine fest etablierte Methode, die ihr unter anderem dann anwendet, je nachdem, wie es passt. Genau, ja. Danke dir. Jetzt hier noch eine weitere Frage im Chat. Wie verhalten sich die Kosten des additiv gefertigten Halters im Vergleich zum alten Halter? Das verstehe ich jetzt nicht ganz den Hintergrund. Also hier wurden allein die Fertigungskosten des Halters genommen für einen Halter aus, den Standardhalter aus IDEM-Profilen, Bosch-Profilen, wurde dann sozusagen
das Material, die Materialkosten und die Herstellungszeit genommen. Und das Gleiche wurde dann auch für die Zettelhalterung aus der additiven Fertigung genommen, Material und Fertigungszeit. Und das 1:1 gegenübergestellt. Ja, der Herr Ritter hat die Frage gestellt. Ich, wenn da noch eine Nachfrage ist, einfach nochmal reinschreiben. Ich sehe jetzt gerade keine andere. Ich nutze die Gelegenheit, selber nochmal eine zu stellen, Mario. Ich weiß, wir haben ja auch einen gemeinsamen, zum Beispiel mal auf so eine Bauteile, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier nennen darf, das Bauteil, wenn, dann kannst du das ja sagen, die bei euch mit Hilfe von diesen Ansätzen der Software und der Bionik entwickelt worden sind. Da geht es ja dann auch in hohe Stückzahlen und da geht es ja dann um Bauteile, die in den Fahrzeugen verbaut sind. Das heißt, das gewinnt natürlich einen großen Hebel, eine große Reichweite. Du hast jetzt diesen Arbeitsplatz gezeigt. Kannst du sagen, inwieweit das jetzt auch in den bewegten Teilen, in euren Komponenten, die ihr den OEMs liefert, jetzt schon drin ist oder wie ihr es prospektiv erwartet, dass es wahrscheinlich ja zunimmt? Die Softwareplattform ELISE oder jetzt auch Synera genannt, wird aus strategischen Gründen nicht bei uns in der Produktentwicklung eingesetzt. Wir haben da von der Abteilung Digitalisierung andere Ansätze, die vom Grundgedanken her gleich sind, aber ganz einfach eine andere Lösung ist. Und die werden bei uns in der Produktentwicklung eingesetzt. Aber diese Gedanken, wie du gezeigt hast, von Kreislauf, Schließung, von Mitdenken der Inspirationen der biologischen Vorbilder in diese Entwicklungskontext herein, das ist ja, sage ich mal, unabhängig von der individuellen Software, von der Plattform. Das ist etwas, was bei euch, du hast es eben gesagt, auf Zuruf, aber das ist fest etabliert im Produktentwicklungsprozess. Als Entwicklungswerkzeug genutzt, ja. An die Entwicklung, sage ich, an sich muss sowieso grundlegend umgedacht werden von früher, von einer funktionsorientierten Konstruktion, dann einer Materialzuweisung zu dieser Konstruktion und dann weitergehend zur Berechnung muss, um die Herausforderung des Materials schon in der Konstruktion anders angegangen werden, sodass schon bei der Konstruktion das Material als Schwerpunkt mit aufgenommen wird und auch nicht nur funktionsorientiert konstruiert wird, sondern auch gleich materialorientiert konstruiert wird. Vielen Dank. Wir sind jetzt mit unserer Zeit fast am Ende. Ich fand einen Punkt noch interessant, weil ich keine andere Frage sehe, werfe ich das nochmal in die Runde. Ich fand, als wir seinerzeit auch dieses Event bei euch, was du gezeigt hast, vorgestellt haben, sehr beeindruckend, dass ihr doch sehr offen seid, was die Möglichkeiten der Kooperation mit Hochschulen, mit anderen Organisationen, Institutionen angeht, weil du hast es ja gezeigt, ihr sagt, euer Know-how ist dann doch in dem Bereich endlich und ihr seid sehr offen für solche Kooperationen. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen, wie ihr das üblicherweise gestaltet? Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige der Zuhörenden hier das ganz gerne noch als Info mitnehmen würden. Also wenn ihr... Du meinst Zusammenarbeiten mit Hochschulen? Mhm. Zum Beispiel. Ja, da sind wir natürlich ziemlich breit aufgestellt. Also es gibt jetzt Hochschulen, Studenten, die verschiedensten Möglichkeiten von bei uns von Praktika über Masterarbeiten, Bachelorarbeiten hier bei uns. Und aber die direkten Zusammenarbeiten mit Hochschulen kommen dann aus den Entwicklungsprojekten heraus, wo
entsprechenden Herausforderungen, die dort zu bewältigen sind, dann mit den entsprechenden Hochschulen dann Kontakt aufgenommen wird und ja, das Ganze erarbeitet wird. Okay, vielen Dank. Jetzt sehe ich doch noch eine Frage. Der Herr Ritter hat sich noch einmal gemeldet. Nehmen wir die Frage noch zum Schluss, bitte schön. Müssen wir mich hören, hoffentlich? Ja, perfekt. Ja. Also die Frage wegen den Kosten, vielleicht habe ich es auch einfach in der Präsentation dann übersehen, dass das additiv gefertigte Bauteil sah wesentlich teurer aus als jetzt ein aus Metallblechen und ITEM-Profilen hergestelltes Bauteil als Halter. Wie sich da so der Kostenvergleich zwischen dem normal gebauten Teil und dann einem vollständig aus Metall 3D gedruckten Teil verhält. Also sieht ja, ist ja in Größenordnung teurer wahrscheinlich, oder nicht? Nee. Ja. Man muss ja die ganze, ja, ich sag mal, ein IDEM-Profil oder ein Bosch-Profil bekommt man in 6-Meter-Stangen. Ja. Die Anschraubteile wie Aluplatten müssen alle zersparend angefertigt werden über Fräsmaschinen und. Das Ganze muss dann montiert werden und da kommt dann schon eine recht große Summe zusammen für so ein Bauteil. Was jetzt eigentlich, wenn man sagt, man nutzt da ja eigentlich Standardprofile, ja, jetzt nicht gleich ersichtlich ist. Ja, gut, ja, das hatte ich mich nämlich gefragt. Ja, perfekt. Dann vielen Dank für die Antwort. Wunderbar. Ja, dann sind wir mit unserem Webinar auch zeitlich schon wieder durch. Mario, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, wir haben in der kommenden Woche dann das zunächst vierte und letzte Webinar in dieser Reihe Wege zur biologischen Transformation. Da werden Dominik Appel, der eben schon einmal mit einer Frage hier auch präsent war, und Pierre Schottke von der Firma Voigt uns einen Einblick bei Voigt geben, wie dort ressourcenschonende und nachhaltige Gestaltung von Produktionsprozessen mithilfe von Bionik und biologischer Transformation stattfindet. Da sind wir schon sehr gespannt. Und ich möchte hinweisen, im Mai haben wir dann nach der Corona-Pause wieder in Präsenz unseren Bionik-Kongress Patente aus der Natur an der Hochschule in Bremen. Sie sehen hier einen QR-Code. Wenn Sie sich den auf dem bekannten Weg schnappen, können Sie sich gerne anmelden. Ansonsten auch über unsere Webseite, wo Sie den Link finden, oder die Webseite der Hochschule Bremen direkt. Damit vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören, Zuschauen, und ich hoffe, wir sehen uns in der kommenden Woche dann hier wieder. Bis dahin. Tschüss.